Joho, Pokémon-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir! Im letzten Part von Pokémon Alpha Saphir haben wir ganz viele Beeren auf einer beerigen Route entdeckt, die ich alle geerntet und wieder eingepflanzt habe und gegossen habe, weil wir wollen die ja wieder ernten und ich hoffe, das klappt. Ich glaube, die musste man recht häufig gießen, ich bin mir nicht sicher. Hast du Infos? Wenn ich mir so ansehe, wie meine süßen kleinen Beeren zu saftigen, leckeren Früchten heranwachsen, dann erfüllt mich das mit großer Freude. Pflück dir möglichst viele und pflanze sie an, dann bekommst du nach und nach immer mehr Beeren. Echt? Aus Beeren werden Beeren? Na, das ist ja eine bierige Angelegenheit. Nun, wie dem auch sei, ich habe es auf jeden Fall geschafft, meine Beeren alle anzulegen. Ist eigentlich irgendjemand... Hallo? Hallo? Im Garten des Beerenmeisters liegen wunderbare Düfte in der Luft. Achso, du warst die Trainerin. Ja, ich erinnere mich. Ba, 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 ba. Okay, dann können wir diese... das ist ein Pokéball. Ich wollte gerade sagen, dann können wir diese Route eigentlich wieder verlassen, aber da ist ein Pokéball und da ist ein Hyperball, der sich als Pokéball getarnt hat. Wie perfide! Wie perfide. Habe ich ein Bild rausgesucht? Ich habe ein Bild rausgesucht! Ein wunderschönes Bild. Vielen herzlichen Dank für dieses Fanart, das sieht total toll aus. Ich Pucci an, das HW und Mudkip. Oh, so süß mit Kajot im Hintergrund. Deiner machen das. Vielen Dank für dieses geile Fanart. Und jetzt dahin in die Galerie. Und wir watscheln jetzt den nächsten Sieg. Ich weiß gar nicht, wir müssen ja jetzt dann da nach oben. Durch die hohen Gräser. Hier will ein Trainer schon ein Rematch gegen uns haben. Wo wackelt denn hier was? Seht ihr was? Ist das hier in der Nähe oder war das auf der anderen Seite? Ah, da. Okay. Ach nee, es ist schon wieder hier ein Geh-weg-Leon. Ja. Es ist ein Geh-weg-Leon, das brauche ich nicht. Dann gehe ich jetzt mal hier vorsichtig durchs hohe Gras, wobei wir hier eigentlich noch jede Menge Pokémon bräuchten, also könnten wir uns auch ein bisschen kraftvoller durchs Gras bewegen und diese fangen. Ist immer wieder cool, wenn ich Kommentare kriege mit andere Leute haben das Spiel schon dann durchgespielt. Ich habe das Spiel viel schneller durchgespielt. So Gratulationen hattest du weniger Spaß. Mir doch egal. Das geht mir immer so auf den Sack. Man muss damit rechnen, dass man dann blockiert wird, wenn er an solche dämlichen Kommentare schreit, weil ganz ehrlich... Boah, ey, ich hasse sowas, wenn die Leute denken, dass der Content im Pokémon daraus bestünde, durchzurushen. Das ist ein Rollenspiel. Schon mal was davon gehört? Boah, da wird es mir ganz anders, wenn ich sowas lese. Ich meine, wie viele Stunden Spielzeit haben wir jetzt hier? Kann man beim Speichern nachlesen, oder? Wir haben gerade mal 39 Stunden Spielzeit. Das ist im Pokémon-Spiel gar nichts. Meine alte Saphir-Edition auf dem Game Boy Advance hatte 500 Stunden Spielzeit. Du bist ja auch wieder ein Win-Guy. Geh weg! Ja. Ich wollte hier rüber. Hier lagen nämlich noch interessante Sachen herum. Das ist eine coole Geheimbasis. Wird da mal ein bisschen basen sollen? Weiß ich ja nicht. Oh! Citrobaum steht in voller Blüte. Soll man die eigentlich gießen, wenn sie blühen? Ja, guck mal, jetzt geht's ihnen gleich viel besser. Dann tragen die nämlich viel mehr Beeren. Der Boden sieht jetzt feucht und fruchtbar aus. Was? Hm? Hast du was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Alles schön. Fehlen uns jetzt hier alles noch. Hier fehlen uns noch jede Menge Pokémon im Wasser. Jede Menge Pokémon im Grase. Vielleicht im hohen Grase. Was will das? So, okay, Leon. Geh weg. Ein Geh weg, Leon. Vielleicht gibt es ja auch noch andere coole Pokémon hier im Gras. Vielleicht auch zu anderen Tageszeiten. Es ist ein Frisselblitz. Los, Harvey. Moment, lieber nicht, Harvey. Machen wir das schnell genug platt? Der Feenbrise? Weiß ich nicht. Hoffentlich setzt es keine Elektroattacke ein. Aber wir haben eine hohe Spezialverteidigung. Was soll schon schief gehen? Wow. Okay, never mind. Das Problem hat sich von ganz alleine erledigt. Dupp-di-dupp-di-dupp-di-dupp. Das sah irgendwie anders aus, die Animation mit dem wilden Pokémon. Oh, es ist eine Gruppe Frisselblitze. Deswegen sah die Animation so anders aus. Nein. Ich möchte ganz gerne ein Pokémon wechseln. Danke, Harvey, hast du gut gemacht. Ich brauche jetzt mein Mudkip. Dann, das kann jetzt Surfer. Und das könnte sehr nützlich hier sein.
Das dauert jetzt. Mhm. Was mich an diesen runden Kämpfen gegen einen Schwarm an Pokémon dezent stört, ist einfach die Tatsache, dass es so ewig dauert, bis mal eine gegnerische Attackenwelle durch ist. Da möchte ich am liebsten einfach nur flüchten. Wir können ja halt auch einfach richtig auf die Nerven gehen damit. Ja, wird auf alle. Ja klar, ihr seid natürlich mit dem Ruckzuckhieb dann auch noch zuerst dran. Oh, please, please, stop it. Yes! Wow! Gute Aktion. Oh mein Gott. Verfallen Streich. Oh, entschuldigt. Das sah so brutal aus. Ich möchte hier raus. Das war ich nicht. Dinge sind passiert. Ich gebe. Ei. Hallo. Naja, so komme ich nicht weiter. Wenn ich hier mit meinem Fahrrad durchs hohe Gras stoche, sieht man mich ja gar nicht. Und dabei gebe ich doch so eine gute Figur ab. Das ist ja sehr viel hohes Gras. Doch, ich erinnere mich an diese Route. Voller Trainer, die sich hier irgendwo verstecken. Ja, dass man hier einen Topschutz vielleicht gebrauchen kann. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Sind aber vor allen Dingen Wasser-Pokémon, die wir noch nicht haben. Schade, dass hier... Dann fehlt uns da... Das ist jetzt wieder ein Kecklion. Wieder ein Kecklion, ne? Du bist ein Kecklion, ne? Sag mir das. Du kannst aussetzen. Toll, geh weg! Warum immer Kecklions? Mann, ey. So, hier gibt es mir noch ein anderes Pokémon, was man fangen kann. Mir angezeigt wird, ich glaube, hier sind noch zwei, die wir nicht kennen. Ach gut, es kann ja sein, dass mir wird ja nicht immer neben dem Schatten angezeigt, welches Pokémon noch fehlt, sondern welche Pokémon ich schon gesehen habe, die mir fehlen. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich jetzt merkwürdig ausgedrückt. Also kann man ja wieder nicht voran, wenn ich die ganze Zeit hier festsetze, nur weil ich Pokémon fangen will. Aber ich will wenigstens so das meiste, was man so regulär fangen kann, haben. Mann, oh. Mimi. Und wenn dann hier so viele leere Flecken sind, dann fühle ich mich da total schlecht mit. Hier ist wirklich ein Pokémon aufgezeichnet, dessen Erscheinungsbild sagt, du hast es hier und auf der nächsten Route kannst du es nicht fangen. Vielleicht muss ich dann auch nachts dafür hier sein. Das ist ein Level 34 Genesungs-Kecleon. Na gut, vielleicht möchte ich dich ja dann doch haben. Wenn du was Besonderes bist, dann möchte ich dich vielleicht doch einfangen, hm? Blablabla. Ein wildes Kecleon. Los, Harvey. Okay, da zeigen wir jetzt mal mit der Feenbrise, was wir können. Huff, huff! Bringt ja nicht wirklich was. Ahnung. Wow, das sieht ja krass aus. Typ Pflanze. Ein Escher? Ja, ist schon besser. Jetzt ist es Typ Feuer. Ach ja, richtig. Die blöde Kuh kann ja Genesung. Da wäre es vielleicht sinnvoll, wir wechseln zu Blubello und schläfern das Kecleon erstmal ein. Denn nämlich dieses Genesungsproblem. Ja, danke. Könnte sonst echt nervig werden. Schlafpuder! Blubello, nee. Ah, schön. Ja, es lebt tief und fest. Es ist es mit Einäschern Typ Feuer, nicht wahr? Bedeutet, Harvey sollte mit den Gesteinsattacken Schaden machen können ohne Ende. Eigentlich ein ganz cooler Attackenpool, den wir haben. Fee, Feuer, Flug, Stein. Irgendwas ist fast immer effektiv. Oder zumindest einigermaßen einsatzbereit. Antigraf! War doch Gestein Feuer gegenüber effektiv, oder? Ja, alles klar. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Aeroass. Das dürfte aber auf Gesteins-Pokémon ja wenig Schaden machen. Oh, Gott sei Dank, das geht. Jetzt bist du Typ Flug, jetzt... Warum? Jesus. Beutel. Ball. Wir versuchen das Ganze jetzt mit einem Hyperball. Einfach mal YOLO. Los geht's. Bams.
Tack. Tack. Jo, läuft bei uns, würde ich sagen. Ich meinte natürlich. Oh, sowas aber auch. Ja, dich besitzen wir schon. Du bist aber cool, denn du kannst Genesung. Wollt ihr haben. Mann, ey, das hier. Wir müssen noch die Pokémon mal auftauchen, die mir da angezeigt werden und nicht immer Frisselblitz und Kecklion, Frisselblitz und Kecklion, Frisselblitz und Kecklion, Frisselblitz und Kecklion. Sag ich doch, Geradax, da sind wir doch mal bei hier. Da müssen wir jetzt vorsichtig mit Einäschern draufgehen. Das könnte schon zu viel sein. Nein, das war genau richtig. Oh, die Kopfnuss. Kopfnuss ist eine sehr starke Normalattacke, die einen dann auch noch zurückschrecken lassen kann. Belle, du bekommst einen Superball, denn du bist einfach super. Ich liebe Geradax. Ich bin halt prinzipiell großer Fan der Normal-Pokémon. Weil die halt einfach auch nur die Typenschwäche Kampf haben. Dann bekommst du keinen Superball, weil so super bist du dann auch nicht. Oh Gott sei Dank, ich habe mir gedacht, das dauert jetzt wieder 3 Jahre. Belle, Balle. Nee, nehmen wir doch lieber Hyperball, sonst dauert das hier vielleicht ewig. Die Fangrate von einem Hyperball ist einfach viel größer. Und bei Pokémon unter Level 30 ist da die Chance ziemlich hoch. Wieso drücke ich noch A, B, A, B, A, B, A, B und halte, wenn er dann aufgehört hat zu wackeln, gedrückt? Ich weiß es nicht! Weil ich mir das so angewöhnt habe und geglaubt habe, dass ich dann damit Pokémon besser fange. Und die Statistik beweist es sogar. Ich habe eine Statistik geführt. Während der Pokéball wackelt, A, B, A, B, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann gedrückt halten. Und dummerweise die Statistik dafür angelegt habe, bewies sogar, dass es stimmt. Ich bin bescheuert, ich weiß. Geradax, das Sprinter-Pokémon, Typ Normal. Auf der Jagd rennt Geradax so schnell, es kann, schnurstracks hinter seiner Beute her. Es erreicht zwar über 100 Stundenkilometer, muss aber erst aus vollem Lauf zum Stehen kommen, bevor es die Richtung wechseln kann. Oh ja, das stelle ich mir vor, das ist schwierig. Also eine Kurve mit 100 Stundenkilometern, also so ein kleines Pokémon, ist ja auch ein bisschen gefährlich. Da sollte man lieber bremsen, ne? Aber was ist das andere Pokémon da? Um jetzt mir die ganzen Geradax zu sagen. Hey, hier, nee, das ist schon wieder ein Kecleon, ne? Ich will nicht! Ich will nicht. Ich will noch kein Kecleon, Frisselblitz oder dieses komische Geradax. Jetzt haben. Ich möchte ganz gerne das Pokémon, was mir noch da fehlt. Ich muss ja wahrscheinlich nochmal nachts wiederkommen. Muss mal abends aufnehmen. Ja, es ist nicht sehr effektiv. Mir doch egal. Ja. Der Film bricht jetzt drauf. Wenn mich beißt oder nichts mir. Pumpe. Ja. Abi ist bald dezent überlevelt. Jetzt. Keine Lust mehr. Lutscht, langweilig, doof. Okay, hier im Gras fehlen mir definitiv noch Pokémon. Ich möchte trotzdem. Mir fehlen hier im Wasser so viele Pokémon. Der macht mich irre. Er sieht mich nicht. Alles gut. Was ist denn hier los? Wie viele Trainer sind das bitte? Bitte nicht schon wieder so eine Horde Frisselblitze. Pff, eine Gruppe. Mirapla. Mirapla, 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 Mirapla. Oh Gott, die könnten richtig nervig werden, wenn die alle Schlafpuder können. Ein Eschern geht auf alle? Lol. Klack. Ja, Stufe 37 für uns, das ist gut. Bodyguard, nein. Ja, danke. Ich wollte ja eigentlich Supertraining machen, ne? Habe ich wieder nicht gemacht. Faule Sau. Ich wollte ja HW schon längst entwickelt haben. Dann lassen wir das mal mit dem Training von HW und packen da jetzt Pucci hin. Weil dezent überlevelt und unterlevelt und also ein Kram. Und Geradax, oder? Ein Kekkeboren. Dingsbums. The Chameleon. Ah, sieh mal, eine Art für einen Abenteurer, der stottert, hast du ja echt nicht viel Gepäck dabei. Was willst du damit sagen, dass ich sonst einen Duden mit mir herumschleppen sollte, oder was? Pokémon Ranger Hannelore, die sich so bückt, damit man ihre Brüste. Was? Ein Kapels. Okay. Das ist ein cooles Pokémon. Kampfkäfer oder sowas? Weiß ich gar nicht. Oder Kampfpflanze, meine ich. Die ist jetzt schlecht für uns, weil wir sind nämlich ein Unlicht-Pokémon. Kriegen wir ordentlich auf die Nase. Wie sieht's aus mit Latias? Was kannst du denn eigentlich alles Cooles? Ich setze mal Latias ein. Für ein legendäres Pokémon ganz schön schwach.
Out. Ich setze ein die Mega-Entwicklung und dann den Zypern. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber wir machen jetzt voll die geile Mega-Entwicklungs-Action. Latias, digitiere zu Mega-Latias. Sieht das gut aus. Ich weiß gar nicht, was das über für eine Attacke ist, die ich da eingesetzt habe. Was hat er Bling gemacht? Ich verstehe es nicht. Ach, mach einfach Feuer oben so. Wir gehen schon vermöbelt hier. Los, komm, jetzt zeig mal, dass du richtig cool drauf bist. Wow. Direkt mal paralysiert. Wie wäre das noch? Man sollte beide Knöpfe drei gleichzeitig drücken, dann wird einem angezeigt, was es kann. Angriff, wenn eine Kugel aus Wasser die Nebel enthält, senkt eventuell den Spezialangriff. Das ist entweder nur seine suggestiven Creme und eingestattetes Problem auf das Ziel. Achso, deswegen ging das nicht. Ich kannte die Attacke gar nicht. Tut mir leid. Dann nehmen wir jetzt den Nebelball. Den möchte ich gerne sehen. Schick. Ja, das ist sehr effektiv. Klar, Psycho-Attacke. Hätte er gedacht, dass Nebelball irgendwas nicht physisches ist. Tja, Hannelore, was war's für dich? Unfälle passieren immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Nee, das stimmt nicht. Ich habe auch schon mal mit dem Unfall gerechnet und der ist dann tatsächlich passiert. Also. Ja, wir sind jetzt einfach ein paar Trainer umgangen. Ich dachte immer, man könnte fliegen, indem man viele Vogel-Pokémon fängt und sich an diese klammert, um durch die Lüfte getragen zu werden. Aber dann habe ich erfahren, dass es eine VM namens Fliegen gibt. Irgendwie ist das toll, aber irgendwie auch schade, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich finde es ja auch schade, dass mein Latias nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Vogel. Vogel. Ja, ja. Ja, ja. Süß. Oh. Oh, aha. Oh, da sieht ja jemand müde aus. Du und dein Pokémon-Team, ihr solltet hier bleiben und euch ordentlich ausruhen. Ich wollte gar nicht. Naja, gut. Oh, du bist ja wieder gesund und munter. Ich wünsche dir und deinem Pokémon-Team viel Erfolg. Und, schöne Aussicht? Angeblich soll es irgendwo eine sogenannte Urzeithöhle geben. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister von Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Tja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, jetzt haben wir ein geheiltes Pokémon-Team. Ich möchte Pucci trainieren. Ich denke mal, wir werden ganz gute Chancen damit haben. Auf der anderen Seite hätte ich aber auch gerne Sizzle trainiert, weil ich weiß nicht, ob dann... Wobei, ich würde dann gerne das Piconera, das Picochilla oder wie das da heißt, im Team haben. Ich muss dann eh zwei Leuchtsteine erspielen. Wow. Ja, möchte ich. Da muss ich jetzt erstmal hin ins Wasser. Was? Wie soll ich denn? Ja, aber ich kann doch nicht. Es ist doch aber im Wasser gewesen und das wäre ein cooles Pokémon gewesen, weil da war so ein Ausrufezeichen. Oh Mann, oh, das ist gemein. Oh, da kommt man ja überall hin noch mit zu Wasser. Okay. Okay, dann gehe ich hier ins Wasser. Wusste nicht, dass es mich dann bemerkt. Da konnte ich ja nicht. Wer bin ich denn? Du kannst immerhin, du bist Level 30? Du bist Level 30? Was ist immerhin über. Wow. Okay, Pucci, du bist dran. Zeig mal, was du drauf hast. Das Pelipper ist ganz schön stark. Wow, ganz schön starke Pokémon im Wasser. Dann kämpfe ich mich noch durch die Trainer hier im... Ja, mit Wasser. Danke. Bringt dir ja auch so viel. Und kämpfen wir uns auch durch die Trainer, trainieren Pucci ein bisschen. Und dann wäre ich dafür, da... Ah, ja, das ist ein Ruheort. Ich hätte halt, wie gesagt, gerne irgendwie ein cooles, mit merkwürdigen Attacken gezüchtetes... Wie hieß es? Picochilla? Weil es ein Pokémon, das ich nie hatte, deswegen... Wäre das halt echt cool. Ja, nice. Dankeschön. Der Kampf wird jetzt unnötig lange dauern. Hörst du auf damit? Lass dich beißen. Ist nicht so viel gebracht. Na, oh, es klappt aber noch. Warte mal. Picochilla hieß das, ne? Ja, Picochilla ist das tatsächlich.
Oh Mann, Philippa. Reg dich mal wieder ein, hm? Ich weiß nicht, Pikuchilla kann ziemlich lustige Attacken selber lernen. Ansonsten kann es aber, glaube ich, vererbbar auch irgendwie coole Attacken lernen. Irgendwie. Oder? Kann es das? Oder sind die dann doof? Oder wenigstens durch... Ich weiß nicht. Ich glaube, durch Zucht kann es gar nicht so coole Attacken lernen. Hm. Weiß ich nicht. Naja, wenn ihr irgendwas Lustiges habt, was ihr ihm beibringen könnt, was weiß ich nicht, was... Oh, das kann durch Zucht Eisenschweif lernen. Wahrscheinlich aber auch durch DTM, oder? Weil die gibt's ja auch. Wahrscheinlich nicht. Das wäre zum Beispiel cool, Eisenschweif. Das wäre eine lustige Sache. Also, ihm gerne. Das muss jetzt kein perfekt gezüchtetes Pokémon sein. Darum geht's ja gar nicht. Sondern einfach, dass es irgendeinen Gag hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dem Viecher sogar schon Leuchtstein zum Tragen geben. Ich habe auf anderen Editionen auch noch jede Menge Leuchtsteine übrig. Sorry, jetzt habe ich gerade wieder ins Poke-Wiki geguckt. Nebenbei und völlig vergessen, dass ich hier noch ein Pilipperblatt machen muss. Kann dann einmal der Biss das tun, was er sonst tut, nämlich das Pokémon zurückschrecken lassen? Das wäre richtig nett. Ich muss dich doch nur in den gelben Bereich kriegen. Puh. Well, that could take a while. Crocodile. Mann, das ist das nervigste Pokémon, was ich je gesehen habe. Benutz jetzt Biss mal mit Volltreffer, Junge. Richtig ruf hier. Nee, das ist kein Volltreffer. Ach, guck mal, das Ding kann auch angreifen. Ui, toll. Jetzt hast du mich zu einem Wasser-Pokémon gemacht. Glaubst du ernsthaft, dass das noch in irgendeiner Form Schaden macht? Philippa ist richtig nervig. Ich bin doch schon komplett nass. Was will der denn noch von mir? Ja, Superball. Bitte, lass das jetzt endlich... Ich möchte es endlich hinter mich gebracht haben. Oh, so ein Chiller Bell hätte ich echt wahnsinnig gerne. Oh, aber... Leute, denkt dran. Ich hätte gerne das Pokémon wieder im Ei. Weil sonst levelt das wieder so rasend schnell. Also ich brauche das Ei davon, nicht die ausgebrütete Variante. Ihr könnt es ja ausbrüten, euch angucken, ob es cool ist und dann nicht speichern quasi. Ja, was ist das denn? Du bist ein doofes Pokémon. Ich mag dich nicht. Hier, nimm den Hyperball und bleib dir Felix da drin. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, Taktik, A, B, Taktik, A, B, Taktik. Wackel. 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 Und wieder ein Punkt für die Statistik. Blödes, anstrengendes, nerviges, anstrengendes Pokémon. Itemsperre. Nee, danke. Ja, alles gut. Danke. Philippa, das Wasservogel-Nerv-Pokémon-Typ Wasserflug. Philippa sucht nach Nahrung, während es über die Wellen fliegt. Dieses Pokémon taucht seinen großen Schnabel ins Wasser, um seine Beute abzuschöpfen. Dann schluckt es alles auf einmal runter. Auch Autoreifen. Nee, du kriegst keinen Spitznamen. Nicht von mir. Also das war ja doch dezent anstrengend. Okay, gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Liken, das Teilen im Netz, das Netz im Teilen und deinen Popo. Danke fürs Ausschalten des Endblockers. Bis zum nächsten Mal. Wir singen.